Oh, wir sind jetzt auf dem Weg zu dem nächsten und jetzt weiß ich auch, wie man sie besiegt. Endlich weiß ich das. Also nicht, wie man sie besiegt, habe ich leider gewusst. Aber nicht, wie man sie dann zum Schluss brandmarkt eigentlich. Das ist Häuptling gegen Häuptling. Das wird ein Gemetzel. Jetzt gibt es keine Morgalfliegen, die uns fortjagen. Du gehörst mir. Sehr schön. Beim nächsten Mal, du dummer Schrack, geht es nicht so glimpflich aus. Okay. Das ist zu viel Ärger. Du bezahlst später dafür. Ach, das gibt's echt nicht. Jetzt müssen andere nachrücken. Habt ihr gesehen, wie sie gestorben sind? Okay. Na wurscht. Wir können sie ja nicht ändern. Wir müssen es halt jetzt nochmal machen. Zwei Hauptmänner müssen wir noch brandmarken. Das ist das ganz große Ziel hier. Der Hauptmann sagt, dank des Waldläufers haben sich mehr Uro gegenseitig getötet, als wir diese Woche Sklaven hinbringen konnten. Warte, ich rieche etwas. Verrat ist eine nicht ignorierbare Herausforderung. Ein Jäger, der seinen Speer wert ist, kann jede Beute in Schach halten. Die Gerüchte über Geister, die vom Himmel auf die Rücken der Uruks springen, sind nichts weiter als stinkende Gerüchte. Okay.
so. Okay. Machen das doch bitte einfacher. Was ist das? Das kann es doch nicht sein, oder? Na gut, okay, so. Ich möchte mich da jetzt nicht widersetzen. Aber es ist nicht so einfach, muss man ehrlich zugeben. Was war das? Habt ihr Lust, Radau zu machen? Dann schließt euch mir an. Ich bin mein eigener Uruk. Hab ich da gerade etwas gehört? Wir okay.
weiter mit diesen Maden! Zuerst bringe ich dich um! Verstärkung! Das Einzige, was du musst, ist wirklich... Rein weg, du dreckige Ratte! Denkst du, ich hätte den schon vergessen? Du versuchst es doch tatsächlich noch einmal? Gib deinen Verstand auf! So. Aber stimmt, das ist die einfachste Möglichkeit eigentlich, wenn wir bei dem Geschütz nicht vorbeikommen. Dann muss ich mit dem Häuptling reden, das soll ich noch rausfahren. Ja, Gorgon. Ich gebe dir folgenden Befehl. Irgendwann wird einer... Ja, es geht aber dem Ende jetzt zu. Ich meine, wir machen viel Blödsinn, muss ich sagen jetzt. Wenn wir es nicht schaffen, die einfach zu brandmarken. Schlechter.
So. Oh, sieh an! Du hast eine kleine Armee aufgestellt! Der Kampf! Wichst euch Thoran über den Kopf! Der Alberne. Damit ich dich langsam ausweiten kann und schreien lasse. Ja. Du bist abgehauen, ja. Oh mein Gott, ich will also das nur mit meinem Herrn anlegen. Leg dich stattdessen in dein Grab. Wir sind fertig. Los jetzt. Du bist tot. Dafür wirst du büßen. Nächstes Mal töte ich dich, Abschaum. Ich bin bewundert worden. Dein Tod wird zeigen, was für eine äußerst kluge Entscheidung das war. Das habe ich ja weniger. Lass genau das stehen! Niemand! Sein Kopf geflogen! Gewehen kennst du! Gut. Gut, und von dir brauche ich aber auch was. Von dir brauche ich Informationen über... Und ganz genau. Immun gegen Schleiche, Immun gegen Fernkampf. Okay.
Na gut, ein Hauptmann fehlt noch. Vielleicht Gnade walten lassen. Ich weiß nicht, wo du bist, aber den mach ich schnell fertig. Was war das? So, aber das war's mit der Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Biss, aber reinschauen.